Massiver Protest gegen Höcke in Jena. Demonstranten haben in Jena einen Wahlkampfauftritt des AfD-Spitzenkandidaten Höcke verhindert. Nach Angaben der Polizei kam es zu mehreren Sitzblockaden, an denen insgesamt 2000 Menschen teilgenommen haben. Wegen der unübersichtlichen Lage und der vielen Demonstranten sei die Teilnahme Höckes an der Wahlkampfveranstaltung kurzfristig abgesagt worden. In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. In Umfragen ist die AfD stärkste Kraft. Der AfD-Landesverband in Thüringen wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.